So, da sind wir wieder bei East Origins und wir sind immer noch im Bossfight gegen Zava, nur dass wir dieses Mal etwas vorsichtiger vorgehen. Und uns einfach nicht von Zavas Köpfen ausradieren lassen. Genau. Oh. Das war jetzt knapp, das ist fast wieder mal getroffen. Und ja, gerade in der Anfangsphase ist Zava halt nervig, weil sie rumfliegen kann. Und schwerer zu treffen ist. Wenn sie in einem der Köpfe drin ist, dann machen wir ihr halt Schaden, wenn wir den Kopf angreifen. Und die Köpfe sind doch schon ein bisschen leichter zu treffen als Zava selber. Dürfte es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis Xava sich wieder in einen ihrer Köpfe verkrümelt. Ich glaube, ein Viertel oder ein Drittel müssen wir ja abziehen dafür. Genau. Oh. Jetzt geht nämlich das wieder los. Ich ziehe so die Bomben. Der Eisstrahl. Und Boost. Oh, da wollte er das Ding schon wieder zuschnappen. Da wollte ich Xava eigentlich mit dem Burst erwischen, aber sie war außerhalb der Reichweite. Oh, wir haben es geschafft, dieses Mal ihre Fähigkeit zu unterbrechen. Oh. Nicht zu beißen. Okay, jetzt müssen wir vor dem Eis flüchten. Und jetzt versteckt sie sich im Eis. Gegner. Wieder. So, zwei von ihren Schutzschilden sind schon mal weg. Aua. Aktivieren wir den Boost einfach mal so. Wir haben nämlich schon wieder nur noch die Hälfte unserer Lebenspunkte gerade mal so. Ach. Hör auf, mich zu beißen. Okay, das wird jetzt böse. Ah, das hat so gut getroffen.
Das wollte ich nicht. Ich wollte nur den Boost normal aktivieren. Wow. Gerade so ausgewichen. Oh, oh, oh. Gott, das wird so knapp. Und da haben wir sie besiegt. Wir haben Xaver besiegt. Gott sei Dank. Nein, wie ist das möglich? Du bist doch nur ein kleines Mädchen. Und das waren die stärksten Kreaturen, die ich hatte. Aber du bist zu spät, das Ende steht bevor. Und wenn die dämonische Essenz komplett ist, wird Lord Dallas mich zurückholen. Lord Dallas, die... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die... Naja, ich sag lieber nichts dazu, sie ist zur Asche zerfallen. Und ihr Spiegel zerbricht. Und Roy. Roy, bitte sag etwas. Ah, er lebt gerade so noch. Unica. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Wie schwer bist du verwundet? Ich kann den Oberpriester holen. Vielleicht kann er dich retten. Also Roy sieht gar nicht gut aus. Sei kein Idiot. Schau mich an, ich bin am Ende. Nein, sag so etwas nicht. Roy, bitte. Du siehst erbärmlich aus. Du hast mich geschlagen, Unica. Du bist ein besserer Ritter, als ich jemals sein könnte. Nein, hör auf. Hör auf, mich aufzuheitern. Hör auf, den großen Bruder für mich zu spielen. Und lass mich um dich trauern. Ich kann nicht anders. Ich bin einfach, wie ich bin. Was ist das? Ich wollte es dir geben, wenn du ein Ritter geworden bist. Es ist ein Geschenk. Für mich? Ja, ich dachte, ich warte, bis das alles vorüber ist, aber... Was tust du? Du kannst nicht deine ganze Energie aufbrauchen. Du musst ruhig liegen bleiben, bis Hilfe eintrifft. Ich habe alle Magie, die ich noch übrig hatte, hineingetan. Bitte benutze es gut. Spirit Necklace, also den Geist, den Seelenanhänger. Aber wenn du das tust... Es ist okay, es ist wie es sein sollte. Roy. Du solltest gehen, Unica. Und mach dir keine Sorgen darum, dass du keine Magie benutzen kannst. Wein einfach, schrei und lache. Verlier niemals deine Unschuld, diese kleine Sache. Das ist deine wahre Stärke. Es ist, warum ich mich so gefühlt habe. Und Roy ist tot. Roy ist tot. Ja. Und Unica ist verzweifelt. Unica, und da kommt Ramona. Genau. Er ist nicht nur ohnmächtig, oder?
Er hat mich beschützt. Junika? Junika, Ramona, würdest du bitte auf ihn aufpassen? Ich muss weiter. Ja? Es war sein letzter Wunsch. Er wollte, dass ich weitergehe, egal was passiert. Also bitte, guck nach ihm. Ich wäre dir sehr dankbar. Okay. Ich werde nicht versuchen, dich zu stoppen. Du musst tun, was du tun musst. Oi. Ich denke, ich konnte niemals irgendetwas vor dir verbergen. Du hast mich immer durchschaut. Aber ich wusste immer, was du sagen wolltest, bevor du es gesagt hast. Und deine letzten Worte waren kristallklar. Ich schwöre, Roy, ich werde Lady Rhea retten. Ich werde bis zum Ende durchhalten. Ich weiß, ich kann es. Weil du an mich glaubst. Geglaubt hast. Das ist eine traurige Stelle. Aber ich muss dazu sagen, das hier ist nicht die Kanon-Story. Diese werden wir auch noch nachholen. Und in dieser wird das nicht passieren. Und ja, wie man jetzt schon hören kann, hat die Intro-Musik eingesetzt. Das heißt, wir begeben uns ins letzte Kapitel dieser Geschichte. Aua. Und werden alles auslöschen, was uns im Weg steht. Und Junika ist jetzt garantiert nicht gut zu sprechen. Und die wurden vergiftet, das ist weniger gut. Aber ja, was da gerade passiert war, war schon ein bisschen heftig. Okay, diese stationären Dinger nehmen kaum Schaden. Deswegen hauen wir sie einfach in Nahkampf zu plump. Aber die müssen Schaden nehmen. Die nehmen ja durch diesen Nahkampf schon einen Haufen Schaden. Ja, wir haben uns für Roys Tod bei Zafa gerecht zwar, aber das ist trotzdem ein ziemlich bitterer Nachgeschmack. Das haben allgemein die East-Teile, die ich kenne, immer einen bitteren Nachgeschmack gegen Ende oder am Ende. Und das werdet ihr ja nachher noch in den anderen Let's Plays sehen. Jetzt geht's erstmal dieses hier langsam dem Ende zu. Hast du es doch noch geschafft, mich zu treffen, das Ding da. So, jetzt weiter hier. Und hier müssen wir gegen diese Schleimbolzen kämpfen. Ach, nebenbei, ich kann ja mal kurz zeigen, Roy hat uns ja einen neuen Gegenstand gegeben. Den Seelenanhänger. Das ist Roys magischer Anhänger. Er hat die Macht, jemanden seinen Träger wieder zu beleben. Beim Moment des Todes. Aber nur ein einziges Mal. Deswegen heben wir uns den für den Endkampf auf. So, alles hier einsammeln und weiter. Hier sind ganz schön viele von denen. Da oben ist auch noch eins. Aua. Und ja, ich finde die Titelmelodie baut hier jetzt gerade verdammt viel Stimmung nochmal auf.
Weil man wirklich weiß, es geht dem Ende zu. Hier können wir rüber hüpfen. Denn hier ist noch so ein Ding. Hier sind ein paar solche Gegner. Ach, hier ist die Truhe, die wir öffnen müssen. Also die wir aufbekommen müssen. Naja, für die wir die Gegner töten müssen, um sie aufzubekommen. Jetzt ist es richtig. Diese komischen Dinger dürfen zu ziemlich viel Heilkräuter. Da ist es eigentlich fast schon egal, dass sie vergiften und vom Fuß machen und alles. Ja. Hier müsste noch eine sein. Das ist auf jeden Fall eine Magier. Genau, hier ist noch eine. Sehr schön. Ruhe offen. Und ich muss gerade mal gucken. Uns fehlen ja immer noch die Schuhe. Hier rüber. Ich weiß nicht, entweder war hier die letzte Roderfrucht. Ach nee, halt, die hatten wir ja schon. Genau, hier sind die Schuhe drin. Die rüsten wir gleich mal aus. Und an der Stelle mache ich wieder mal einen kleinen Cut. Bis gleich.